Jedes Frühjahr ziehen die Heilig-Rocktage tausende Menschen nach Trier. Das 10-tägige Bistumsfest bietet eine bunte Vielfalt von Angeboten, sowohl geistlicher als auch kultureller Art. Schon seit 1997 veranstaltet das Bistum die Heilig-Rocktage, bei denen die Tunica Christi zwar nicht gezeigt, aber doch ein Stück weit erlebbar wird. Der Heilige Rock gibt uns natürlich den Anlass für die Heilig-Rocktage als das kostbare Symbol für Jesus Christus, die Reliquie, die in unserem Dom aufbewahrt wird. Und ich glaube, der Heilige Rock ist deshalb wichtig, weil er uns zeigt, wir haben uns die Heilig-Rocktage nicht ausgedacht, sondern wir reihen uns mit diesen Heilig-Rocktagen in die Reihe der Pilger und Pilgerinnen ein, die über die Jahrhunderte eben hierher kommen, um letztlich natürlich zu Christus zu wallfahren, sich um ihn zu versammeln. Insofern braucht es den Heiligen Rock, auch wenn man ihn ja bei den Bistumstagen nicht sieht. Trotzdem gibt es eine sozusagen unsichtbare Präsenz, die auch für uns wichtig ist und zusammenführt, aber natürlich den Blick lenkt auf Christus. Die Verbindung von Kirchlichem und Weltlichem, Raum für Begegnung und Austausch, das macht den Kern dieses besonderen Festes aus. Für mich als Bischof geben die Heilig-Rocktage die schöne Gelegenheit, vielen Menschen aus dem Bistum zu begegnen. Jung und alt, Menschen, die engagiert sind in unseren Gemeinden. Und insofern bin ich natürlich gerne Gastgeber, weil auch an verschiedenen Orten in der Stadt und bei den verschiedenen Gelegenheiten auch die Möglichkeit ist, auch ganz unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen, so wie das alltäglich nur schwieriger der Fall ist, wenn ich eben im Bistum unterwegs bin. Also insofern ist das für mich wirklich auch nochmal eine besonders intensive Zeit der Begegnung mit Menschen aus dem Bistum. Die Heilig-Rocktage auf die Beine zu stellen, ist eine logistische Mammutaufgabe. Darum kümmert sich Wolfgang Meyer, Cheforganisator des Festes seit über 20 Jahren. Die Heilig-Rocktage sind das erste größere Event in der Region Trier zur Eröffnung der Saison quasi. Und gerade in dieser Osterzeit sind sehr viele Tagestouristen auch in Trier. Die zählen wir nicht, aber wir haben so rund 24.000 Menschen in den 130 Veranstaltungen, die wir anbieten. Das können wir wiederum nur machen, indem wir ganz viele Mitwirkende haben. Wir haben so rund 800 bis 1000 Mitwirkende. Das geht von den Organisationshelferinnen und Helfern über den Besucherdienst hin zu den Chören. Also ganz viele Menschen wirken mit. Und das ist einer der größten Schätze bei diesem Bistumsfest. Wir gehen einen Weg mit Menschen, merken auf dem Weg mit den Menschen das, was klappt, was funktioniert, wo wir uns verstehen, wo wir uns miteinander arrangieren müssen, korrigieren müssen. Also das ist das Wunderbarste an dieser Sache. Von Anfang an sind ökumenische Angebote und Gottesdienste Teil des Festes, denn der Heilige Rock ist auch Symbol für die Einheit des Christentums. Das Programm steht jedes Jahr unter einem besonderen Motto, dem sogenannten Leitwort. Der Sinn des Leitworts besteht natürlich darin, den verschiedenen Gottesdiensten, Veranstaltungen, Begegnungen irgendwie auch einen roten Faden zu geben. Wir machen hier nicht einen Jahrmarkt von allen möglichen Veranstaltungen, sondern es gibt immer diesen verbindenden Gedanken, der auch ein bisschen helfen soll, natürlich auch sich zu vertiefen im Glauben. Wir bieten die Heilig-Rocktage eigentlich für ganz unterschiedliche Menschen an. Und entsprechend ist auch das Programm. Wir haben die engagierten Menschen, die brauchen eher ein Treffen, ja, miteinander eine größere Gruppe zu sein. Die Bestätigung, dass wir als Kirche eben bistumsweit, weltweit unterwegs sind und dass die Anliegen und Themen, die die Einzelnen haben, auch die Anliegen und Themen einer Gesamtkirche sind. Andere Elemente des Programms richten sich auf spezielle Zielgruppen. Diese Zielgruppen sind breit gefächert und reichen von der älteren Generation, wie hier bei der Messe für die Ehejubilare, bis zu den Allerjüngsten. Über 7000 Kinder sind jedes Jahr begeistert beim Kita-Tag mit dabei. Die Heilig-Rocktage zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie gelebter Glaube heute aussehen kann. Ich wünsche mir, dass auch in den kommenden Jahren viele Menschen aus dem Bistum zu den Heilig-Rocktagen kommen. Wir haben schon gespürt, auch in den letzten Jahren, dass sich dieses Bistumsfest immer stärker zu einem Punkt entwickelt, wo auch die Identität des Bistums gestärkt wird. Meine Erwartungen an die Heilig-Rocktage sind für die Zukunft, dass sie sich noch mehr öffnen. Also die Heilig-Rocktage sollen auch immer offene Türen, offene Fenster haben. Gerne mit auf den Hauptmarkt, damit die Menschen sehen können,
was Kirche wirklich ausmacht. Bei diesen Heiligrocktagen erleben Menschen Kirche auch noch mal anders, in einer größeren Gemeinschaft, in einer anderen Vielfalt, auch der Generationen. Und ich glaube, man braucht das für das Leben vor Ort, dass es auch solche Veranstaltungen gibt, die einen dann auch immer wieder bestärken, wo man einfach auch Freude am Glauben und an der Gemeinschaft des Glaubens und aneinander hat. Und auf diese Weise, glaube ich, kann da noch vieles wachsen. Die Heiligrocktage in Trier stehen allen Menschen offen. Ganz gleich, ob sie sich als ehrenamtliche Helfer einbringen möchten, als Künstler, als Pilger oder einfach als interessierte Besucher, die sich ein Bild von kirchlichem Leben machen möchten.